Kuriositäten über Netflix. Netflix ist zweifellos eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen dieser Zeiten. Mit 70 Millionen Abonnenten weltweit. Netflix ist heute für viele ein unverzichtbarer Dienst, da es einer der größten Kataloge von Serien und Filmen ist. Netflix erhielt auch eine Oscar-Nominierung. Im Jahr 2013 wurde eine ägyptisch-amerikanische Dokumentation namens The Square veröffentlicht. Der Film, der die ägyptische Revolution von 2011 vertrat, wurde von Jehane Nuyam inszeniert und bei den 86. Oscar-Verleihungen für die Best Long Documentary nominiert. Netflix kümmert sich mehr um das, was sie wirklich sehen, als um das, was sie sagen. Sie wissen, dass sie sich eher für Citizen Kane qualifizieren, um kultivierter zu wirken. In Wirklichkeit haben sie Family Guy in den letzten 3 Monaten immer wieder angeschaut. Adam Sandler unterschrieb einen 4-Film-Vertrag mit Netflix, weil Netflix mit Wetschicks nasse Mädchen reimt. Netflix erwarb die Lizenzrechte für House of Cards und brachte David Fincher und Kevin Spacey an Bord, da ihre Filme auf Netflix bereits sehr beliebt waren. Um weiterhin erfolgreich zu sein, überwacht Netflix andere Websites, um sich für den nächsten Einkauf zu entscheiden. Eine der Websites, die auf ihrem Radar steht, ist BitTorrent. Die Idee hinter Netflix begann 1997, als dem C 40 US-Dollar für eine spätere VHS Apollo 13 Gebühr in Rechnung gestellt wurden. In den USA bietet das Unternehmen auch einen DVD-Flatrate-Service per Post an. Die Mitarbeiter von Netflix haben geschworen, das Geheimnis der Lage der DVD-Läden zu wahren, um zu vermeiden, dass die Leute die DVD dort belassen oder versuchen, dort zu rauben. Gleiches gilt für Netflix-Trucks, die inkognito fahren. Die Netflix-Inhaltsbibliothek umfasst etwa 1 Petabyte an Daten. Dies entspricht 1024 Terabyte oder 1.048.576 Gigabyte. Netflix hat seine eigenen Auszeichnungen, The Fleeksies. Es ist eine ziemlich fröhliche Preisshow mit einem Hauch von ironischem Humor, bei der Benutzer eingeladen werden, für ihre Lieblingsshows zu stimmen. Die Kategorien sollen die neue Art und Weise widerspiegeln, in der Menschen Unterhaltung online konsumieren, darunter die Best Marathon TV Show, Best Promancer oder Best Commute des Shortener. Ende 2013 unterzeichnete Netflix eine historische Vereinbarung mit Marvel Television zur Produktion von 4 Live-Action-Fernsehsendungen, die auf bekannten Marvel-Superhelden basieren. Die 4 einzelnen Charaktere haben ihre eigenen Programme, bevor sie sich in einer Miniserie treffen, in der sie sich als The Defenders zusammenfinden werden. Netflix hat mehr als 66 Originalprogramme produziert, darunter Serien, Filme, Fortsetzungen, Dokumentationen und Comedy-Specials. Etwa 60% der Netflix-Benutzer sehen mindestens alle paar Wochen mehrere Episoden einer Serie. Netflix-Mitarbeiter können so viele freie Tage in Anspruch nehmen, wie sie möchten. Es geht um Freiheit und Verantwortung und darum, Menschen als Erwachsene zu behandeln, sagte der Netflix-Sprecher. Solange ihre Arbeit nicht unter den Konsequenzen leidet, steht es den Mitarbeitern frei, so viel Freizeit zu haben, wie sie möchten, sofern sie im Voraus organisiert werden und natürlich nicht nur fliehen, wenn sie wollen. Es gibt einen Rekord von 57,4 Millionen verschiedenen Online-Abonnenten von Netflix. Im Durchschnitt sehen Netflix-Abonnenten etwa 90 Minuten pro Tag. In vielen Ländern ist es auch der größte Beitrag zum Internetverkehr. In den Vereinigten Staaten entspricht es in der Primetime fast 1/3. Das Startgehalt für die Positionen der meisten neuen Arbeitsebenen, Z, B, des Callcenters, beträgt 18 US pro Stunde plus ein kostenloses Netflix-Abonnement. Das Einkommen des Unternehmens wird auf 6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, dass Personen, die Kinder haben, Netflix abonnieren. Kinder haben nichts dagegen, immer wieder dieselben Programme zu sehen. Das am häufigsten angesehene Programm auf Netflix ist Breaking Bad. Der Markt mit dem höchsten Wachstum ist der von Lateinamerika. In Bezug auf das Breitband-Internet-Ranking gilt Kanada von Netflix als Drittweltland. Netflix ist in mehr als 50 Ländern verfügbar. Die Tageszeit beeinflusst die Videoqualität. Der schlimmste Moment des Tages ist zwischen 19 Uhr und 21 Uhr. Einer der gefragtesten Jobs der Welt wird von Netflix angeboten. Netflix ist bereit, sie dafür zu bezahlen, dass sie zu Hause bleiben und den Inhalt sehen, den sie gekauft und/oder produziert haben.
Alles, was Sie tun müssen, ist ein Tag mit Wörtern aus einer Gruppe von 1000 Keywords. Der Kennzeichnungsprozess, der darauf abzielt, die Videoempfehlungen des Dienstes zu verbessern, heißt Netflix Quantum Theory. In den Vereinigten Staaten übertrifft Netflix beispielsweise das Kabelfernsehen mit 33 Millionen Abonnenten.